Hallo und willkommen zu meinem neuen Video, und zwar Cosmo, der kleine Roboter. Ja, werde noch einen kurzen Test machen, aber zunächst mal ein schönes Unboxing, um zu sehen, was hier alles mit dabei ist, wie das Ganze verpackt ist und ja, worum es überhaupt geht. So, und zwar ist das dieser kleine Roboter hier. Manche kennen ihn vielleicht schon in der Farbe weiß mit blauen Akzenten oder mit roten Akzenten. Dies ist allerdings die Collectors Edition bzw. Sammler Edition in der Farbe Liquid Metal. Habe ich bewusst ausgewählt, weil ja, eine Collectors Edition ist einfach generell ein bisschen was Schickeres als eine normale Edition, und in diesem dunklen Silber gefällt er mir deutlich besser als in Weiß. Sieht, finde ich, hochwertiger aus. Und ja, die Technik ist ja das gleiche. Und um die Technik geht es ja hauptsächlich bei diesem coolen Gerät hier. So, wir sehen schon, hier ist noch eine Schutzfolie über das Sichtfenster gelegt. Hier kann man noch ein bisschen besser reinschauen. Ich würde aber sagen, ich lasse die Folie erstmal drauf. Plus sieht hier unten links. Das heißt, wohl ab 8 Jahren soll das geeignet sein. Anki ist der Hersteller. Schauen wir mal, was wir hier auf der Seite finden. Und zwar kleine Beschreibungstexte in verschiedenen Sprachen, unten immer auf Deutsch. Zum Beispiel: drückt Gefühle aus und nimmt deine wahr. Ja, der Cosmo ist eben ein kleiner Roboter, und zwar nicht einfach nur ganz billig ferngesteuert, wie es das schon öfter mal gegeben hat. Nein, er ist ein KI-gesteuerter Roboter mit richtigen Prozessor im Inneren, und ja, der zeigt eben auch seine Gefühle. Wenn man mit ihm spielt, zeigt er auch gerne mal Freude oder Wut, wenn er gewinnt oder verliert. Und viele, viele andere Dinge sind möglich mit diesem kleinen Gerät. Trifft Entscheidungen je nach Stimmungslage, hat verschiedene Bedürfnisse, auf die du eingehen kannst. Hier steht noch mit dabei: er liebt es, seine Umwelt zu erkunden und mit dir zu interagieren. Er fordert dich mit Reaktion und Geschicklichkeitsspielen. Wenn du dich mit ihm beschäftigst, entwickelt er neue Fähigkeiten. Das haben wir hier unten stehen. Du brauchst lediglich ein kompatibles Gerät. Das heißt, ja, man muss eine App runterladen, und über diese App kann man den dann auch steuern. Das heißt, logischerweise, man bräuchte ein Smartphone oder ein Tablet, das mit dieser App kompatibel ist. Entwickelt mit einem besonderen Augenmerk auf die Sicherheit und den Schutz ihrer Daten. Hohe Qualität für langfristige Verwendung. Ja, das werden wir dann auch gleich sehen, beziehungsweise es wird sich dann zeigen, ob das hier hohe Qualität hat. Inhalt der Box: ein Cosmo-Roboter, 3 Power Cubes, das sind sozusagen seine Spielzeuge, mit denen man hier dann auch interagieren kann mit ihm. Eine Ladestation und ein USB-Power-Adapter ist nicht enthalten. Das ja, ist einfach so ein Handy-Netzteil, Handy-Ladestecker für in die Steckdose, wo man dann dieses USB-Kabel anschließen kann. Das hat, denke ich, fast jeder irgendwo zu Hause rumliegen heutzutage. Auf dieser Seite der Apple App Store, der Android Google Play Store und auch erhältlich auf Amazon. Zum Spielen benötigst du ein iOS- oder Android-Gerät. Überprüfe die Kompatibilität deines Gerätes. Unterseite 2017 steht hier mit dabei, einiges an Kleingedruckten,
Das ist wohl weniger interessant. Und auf der Rückseite super intelligent, super fresh. Ja, und nochmal ein ausführlicher Text zum Cosmo. So viel zur Theorie. Gehen wir in die Praxis über und holen das Teil hier raus. Ich habe gerade schon gesehen, an der Unterseite haben wir zwei solche Klebesiegel. Die werde ich dann als erstes mal aufschneiden. Ich denke, das Ganze wird dann nach oben abgezogen, diese Umverpackung. Probieren wir das einfach mal. Ja, macht Fortschritte. So, hier haben wir schöne, hochwertige, stabile Umverpackung. Also die ist ziemlich steif, passend zu einer Collectors Edition. Denn die Collectors, wie bei den Videospielen, heben gerne auch die Verpackung mit auf oder stellen sich das komplette Teil in der Verpackung in irgendeine Vitrine oder ein Regal. Von daher sehr schön, dass das ein bisschen robust und stabil gehalten ist, das Ganze. Dann haben wir auf so einem kleinen Podest hier unseren Freund Cosmo. Ja, man erkennt einen kleinen Roboter. Ein bisschen Ähnlichkeit mit Wall-E oder Nummer 5 lebt, der Filmheld. Ja, aber er ist eben echt. Ja. Schauen wir mal hier, wie es weitergeht mit dem Auspacken. Dann haben wir zwei kleine Klebeflächen hier an den Ecken. So, hier ist der kleine Roboter auf so einem Podest befestigt. Das könnte man auch wunderbar so ins Regal stellen als Sammler oder Collector. Hier ist Start Here. Eine, schätze mal, Bedienungsanleitung. Cosmo. Ein Aufkleber. Auch sehr cool, dass sowas hier mit dabei ist. Der Quick Start Guide, die Kurzanleitung. Kann man dann auch sicherlich gleich gebrauchen. Und hier Produktinformationen. Das ist dann wahrscheinlich weniger interessant. Hier haben wir die Power Cubes. Die haben wohl im Inneren eine kleine Batterie, eine Knopfzelle, also eine Uhrenbatterie oder was Ähnliches. Denn man sieht hier so einen Pull-Plastikstreifen und eine kleine Schraube. Diese sollen ja auch leuchten später im Betrieb an verschiedenen Stellen. Von daher macht es natürlich Sinn, dass da eine Batterie enthalten ist. Davon gibt es 3 Stück. Ich glaube, die sind auch sehr ähnlich oder sogar identisch. Zumindest mal auf den ersten Blick sind sie ziemlich gleich. Und dann haben wir hier unten unter dem Halter für diese Cubes haben wir tatsächlich eine richtige Ladestation. Vielleicht fährt er da auch selbst rein und lädt sich auf, wie manche Saugroboter heutzutage. Das weiß ich noch nicht genau. Wird sich dann ja anhand der Anleitung rausstellen. Ja, kompatibel mit solch einem Adapter. Ziemlich stabil fühlt sich das Ganze an, relativ schwer. Macht natürlich auch Sinn, wenn dieser Roboter vielleicht hier reinfahren soll von alleine, dass das Ganze dann auch stabil steht. Und hier ist einfach nur ein handelsüblicher USB-Stecker mit dran.
So, da habe ich einen kurzen Hinweis gesehen, wie man das Ganze abstecken kann. Und zwar muss man wohl das blaue Teil abziehen und dann die zwei schwarzen zusammendrücken. So, das Podest ist nun entfernt und ich schätze mal, dass man einfach diese zwei Seitenteile abnimmt. Ja. Und dann hat man Cosmo in den Händen. Auf der Unterseite haben wir zwei Kontakte, wohl zum Laden, ganz klar. Und hier vorne zwei Sensoren. Die sind wahrscheinlich dafür gedacht, dass der Kleine sich irgendwie zurechtfindet. Vielleicht, dass er auch nicht von dem Tisch runterfällt oder etwas in der Art. Hier vorne hat er seinen Arm. Den hebt er dann teilweise an, um zu jubeln, oder er nutzt ihn, um seine Würfel zu rollen. Das kann er nämlich auch, dass er hier seine Würfel rückwärts dreht, um die Seite zu wechseln, die dann oben liegt. Dann hat er hier so einen Kettenantrieb mit zwei Gummiketten. Und auf der Rückseite steht nochmal Anki. Ja, hier vorne ein Sensor, eine Kamera und ein kleines Display, wo er später seine Augen zeigt im Betrieb. Also mit fröhlicher Blick, böser Blick, verschiedene Gesichtsausdrücke sozusagen, die dann über die Augen wiedergegeben werden. Ja, und hier unten ist auch nochmal eine Gummileiste, dass er auch einen sicheren Grip hat, wenn er seine Würfel irgendwie bewegen will. Fühlt sich gut an, sieht gut aus, vor allem in diesem dunklen Silber, in diesem Silbergrau, Liquid Metal. Ja, der kleine Cosmo. Das war jetzt zunächst mal das Unboxing. Wir haben hier alles gesehen, was mit in der Verpackung enthalten ist. Ich kann auch hier nochmal kurz schauen, da ist noch nichts mehr zu finden. Wie gesagt, die Verpackung sieht wirklich schick aus und ist auch sehr stabil, also dicke Pappe. Kann man echt in eine Vitrine stellen oder auf ein Regal. Irgendwie als schickes Sammlerstück ist das hier wirklich geeignet. So, wie gesagt, das Unboxing ist erstmal vorbei. Ich mache jetzt die Ersteinrichtung, das heißt App runterladen, das Ganze mal starten laut dieser Kurzanleitung und für einen kurzen Test, um euch das Ganze kurz in Betrieb zu zeigen, würde ich mich dann gleich nochmal melden. So, da ist nun unser Cosmo in Betrieb. Ich habe jetzt hier auf der Handy-App den Erkundungsmodus eingestellt. Das heißt, ich kann mit dem Roboter durch die Wohnung fahren, sehe, was er sieht auf meinem Smartphone-Display. Ja, und kann eben seine Funktionen steuern. Zum Beispiel mit Neigen des Handys einfach nach links und nach rechts bewegen. So wie jetzt gerade. Dann natürlich vorwärts, rückwärts. Den Kopf steuern. Und auch seinen Arm steuern. Versuche jetzt mal hier so ein Cube ins Visier zu nehmen. Cube anheben.
Okay, er hat jetzt den Cube angehoben. Lässt sich dann mit dem Cube steuern. Cube fallen lassen. Ja, das sind so kleine Möglichkeiten, ihn selbst zu steuern. Wenn ich jetzt auf Aktivität beenden gehe, führt er wieder ein eigenständiges Leben. Zum Beispiel, dass es ihm nicht gefällt, dass der Cube mit der leuchtenden Seite auf der nicht oberen Seite liegt. Genauso wie dieser andere Cube nicht oben leuchtet, sondern auf der Rückseite. Das macht er jetzt ganz von allein. Findet er gar nicht lustig. Und auch hier haben wir noch einen Cube. Ja. Wird sich jetzt zeigen, ob er das von alleine blickt, dass nicht die Oberseite leuchtet. Aber im Moment ist er eher so ein bisschen am sich umschauen. Man kann hier auch einige verschiedene Spiele mit ihm spielen. Dazu braucht man meistens dann die Cubes. Aber man kann auch hier Reaktionen abrufen oder einen Text eingeben, den er vorlesen soll. Wählen wir hier mal die Aktion aufgeregt. Oder Aktion wütend. Verängstigt. Ja, ich bin hier wohl noch in so einem Tutorial-Modus. Was gibt es zum Mittagessen? Ja, das konnte man schon ein bisschen verstehen. War jetzt aber eine Vorgabe von diesem Tutorial. Okay, hier gibt es noch die Funktion, dass er sich wie eine Katze benimmt. Oder wie ein Feuerwehrauto. Oder dass er niest. Springen. Okay. Ja, wie gesagt, hier gibt es einige Funktionen, die man in der App aussuchen kann, was er denn jetzt tun soll. Ich gebe hier gerade mal kurz einen Text ein.
Ja, jetzt hat er meinen Text vorgelesen. Man konnte es schon recht gut verstehen, wenn man weiß, worum es geht. Nochmal. Cosmo frustriert. Ja, das sind so, wie gesagt, abrufbare Funktionen. Wählt man hier Cosmos Freizeit auf der App, dann macht er sich eigenständig auf Erkundungstour, schaut sich um. Erkennt dann auch die Person, die vielleicht gerade vor ihm sitzt und nennt sie beim Namen, wenn sie gespeichert ist in der App. Oder erkennt Haustiere, wie zum Beispiel Hunde. Oder er singt eigenständig. Er möchte mit mir spielen und ich sage ihm nein per App. Da ist er erstmal traurig. Aber ich hätte gerne, dass er einen Cube stapelt. Legen wir also zwei Cubes hier hin. Er findet dann die Cubes und setzt die aufeinander. Ja, ziemlich cool. Ja, man sollte immer ein bisschen aufpassen, dass er nicht vom Tisch fällt. Ja, das läuft hier jetzt gerade noch durch, dieses Cube-Stapel-Programm. Vermute, er schaut sich das von verschiedenen Seiten an. Okay. Ja, die App ist ziemlich vielseitig. Es gibt, wie gesagt, den Erkundungsmodus. Es gibt verschiedenste Spiele, die man da mit ihm machen kann. Verschiedene Tricks, die er ausführen kann auf Befehl. Oder er beschäftigt sich einfach alleine. Man kann ihn auch füttern. Dazu nimmt man einfach so einen Cube, schüttelt ihn, bis er durchgehend leuchtet. Und er macht sich dann darüber her. Ja, nun hat er was gegessen. Wie gesagt, alle möglichen verschiedenen Aktionen, die man hier machen kann, sehr, sehr vielseitig. Die App ist auch ziemlich gelungen. Und der Kleine an sich ist auch wirklich, ja, sehr angenehmes Kerlchen, sehr spaßig. Und jetzt werden wir ihn zu guter Letzt
schlafen legen. Cosmo schlafen legen. So, Verbindung wird getrennt. Und Cosmo schläft. So, Verbindung getrennt. Cosmo ist runtergefahren. Also er zeigt jetzt keine Reaktion mehr. Und man könnte ihn auf die Ladestation stellen. Oder eben, ja, bis zur nächsten Benutzung einfach mal so stehen lassen. Ja. Denn der Akku soll mindestens eine Stunde halten, wenn er voll aufgeladen wurde. Von daher, ja, war jetzt diese Nutzungsdauer noch nicht ausgeschöpft. So viel zum Thema Cosmo von meiner Seite. Das Unboxing haben wir gesehen. Einen kurzen Test haben wir gesehen. Und ich persönlich bin absolut begeistert. Freue mich auf die nächsten Tage mit dem kleinen Kerl, der angeblich täglich dazulernen soll. Und ja, bin sehr gespannt. Und würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Lasst mal ein Like da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.